Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir sind immer noch auf Fagerholm, wollen uns immer noch einen Raven klar machen und werden heute irgendwas angreifen. Unsere Informationen besagen, dass Black Caldera Defense den gestohlenen Raven-Prototyp in einer alten Rüstkammer im Süden von New Jakobstadt aufbewahrt. Wir müssen die Basis einnehmen und den Prototyp bergen. Conqueror, Viscacha und Peregrine stehen bereit, um den zweiten Teil der Operation zu übernehmen, sobald wir fertig sind. Ja. Umbra ist für diese Sache gestorben, Jin. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Gut, wir haben wieder eine Gewichtsbeschränkung. Wir haben Gewichtsbeschränkung hauptsächlich. Oban, schon wieder. Basis einnehmen, anderthalb Atlas-Schädel. Wir gehen wieder auf Schrott, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben. Und nehmen direkt die Lanze vom letzten Mal wieder mit. Chibi! Müsste Kutte nicht schon genug Punkte für irgendwas haben, finden wir beim nächsten Mal raus. Birg den Raven-Prototyp. Kriegen wir hin, denke ich. Command Interface initiated. Da schlägt alles wunderbar ein. Okay, Commander. Laut unserer Information befindet sich die heruntergekommene Rüstkammer, in der gestohlene Raven verwahrt wird, in diesem Teil der Stadt. Wir wissen nicht, über wie viele Einheiten unsere Gegner verfügt. Unser Gegner verfügt. Oh Gott, lesen. Aber ich schätze mal, die Anzahl liegt irgendwo zwischen jede Menge und viel zu viele. Ohne Zweifel, dieser Prototyp ist das wertvollste Objekt auf Fagerholm. Er wird auf jeden Fall gut verteidigt. Von dieser Position aus sollten Sie die Einrichtung sehen können. Von dort aus können wir unseren Angriff planen. Wir sollen bis ganz nach da drüben latschen, bevor es hier losgeht. Vorsicht ist gut, aber wir müssen unseren Zeitplan einhalten. Die Bravo-Lanze wartet darauf, dass wir den Raven einsatzbereit machen, damit sie ihren Teil des Plans erfüllen können. Von dieser Mission hängt viel ab, also an die Arbeit. Sweet place. Really sweet. In der Tat, eine wunderschöne Stadt. Und wir müssen nach da drüben und ich habe keine Ahnung, wo die Basis, die wir dann angreifen sollen. Nee, das ist schon die Map-Grenze. Aber es muss ja irgendwo hier hinter sein. Prinzipiell. Vielleicht das hier. Das liegt halt auch super dicht an der Map-Grenze. Aber guck mal, da ist eine Statue und alles. Eine hässliche Statue. Eines gesichtlosen Mannes. Aber, ja. Wir gucken mal, was hier die Basis sein soll. Ding. Achso, da sind schon die Basisgeschütztürme. Also ist hier schon die Basis, oder was? Unser Kundschafter-Punkt ist direkt an der Basis? Was? Na, von wo wollen wir uns denn nähern? Also mal angenommen, das hier ist tatsächlich die Basis schon. Das sieht ja alles nicht so. Hier ist ein Park. Vielleicht können wir den zu unserem Vorteil benutzen. Ah, wir essen hier schnell. Kutter hat, glaube ich, einen relativ schnellen Mac, ne? Der Vindicator. I get you. On the move. So, und da jetzt Shadowhawk. Hey, Commander, you seeing this? Nein. Oh, hallo. 30 Donner. Da ist Shadowhawk ist auch einigermaßen schnell. Confirmed. Okay, gut. Da drüben haben wir noch ein Fahrzeug. 35 Tonnen, Striker oder sowas. Denke ich mal.
Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Wahrscheinlich ganz schrecklich. Da ist noch ein 30-Tonner. Zurückhalten ist vielleicht gar nicht so das Richtige. Wahrscheinlich wäre es wirklich deutlich besser, ihn hier einfach eine Runde nach hinten zu schubsen. Ach scheiße, was bist du denn? Ein Aufklärungsfahrzeug, das ist mit einem M-Laser bewaffnet. Puh, okay. Meinetwegen, dann sei halt, ey, ich will springen. Mit einem M-Laser bewaffnet. Wir haben einen gezielten Schuss. Wir versuchen mal hier den 30-Tonner. Können wir nachsetzen mit Stitch? Oh, ich hoffe, wenn der hier aufs Gebäude springt. Ja, von hier drüben haben wir noch einen. Yes, Commander. Achso, wer macht denn überhaupt von euch mehr Schaden? Ready for orders. Hier, auf jeden Fall Kutte. Lifting off. Ein Spider. Der hat natürlich gar nichts dabei, was irgendwie einigermaßen zerbrechlich ist. Wir treffen gut. Ach, kriegen wir so ein Bein kaputt? Wenn da 66% einschlagen. Hier fehlt mir gerade irgendwie das Dings. Das sind 65, das müsste eigentlich ausreichen, ne? Wenn wir natürlich das Bein auch treffen würden. Ich meine, noch ist der halt komplett nackig, deswegen lohnt sich da halt drauf zu ballern. All weapons committed. Ah, da haben wir das Bein erwischt. Enemy mech. Critical damage detected. Sehr gut. So, da kommt das Aufklärungsfahrzeug. In Phase 3. Wo willst du denn hin? Das Ding ist ja mal scheiße. Ready to get it on. Aye, aye. Boah, keine guten Trefferchancen, sollte aber reichen. Confirmed. Ich glaube, wir haben das Gebäude neben uns direkt in Schutt und Asche gelegt.
Good to go. Alter Scheiß. So, wie krass bist du denn gepanzert als Aufklärungsfahrzeug? Quasi gar nicht. Ist ja schon mal gut. Aber wir treffen es so oder so noch von vorne. Coordinates received. Also das Ding hier ist, glaube ich, der Counter zum Raven, ne, mit der Beagle Active Probe. Giving them everything I've got. Enemy vehicle destroyed. Kaputt. Ach ja, den 35-Tonner hatte ich schon halb vergessen. Barely hit, Commander. Upsi, Türme. Und damit haben die jetzt auch schön eine Sichtlinie auf uns. Das ist natürlich Crap. Jo, alles klar. Gut, das heißt, wir müssen hier vorne auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Got something you want done? Bevor das Ganze einreißt. Ich komme nicht ran, oder was? Ich komme nicht ran. Standing by. Ja, da fehlt echt ein Feld. Engaging jump jets. So, du bist ein Javelin. Das heißt, du bist relativ stabil tatsächlich. Du trägst leider auch nur Laser mit dir. Ja. All weapons committed. Wo hat unser Geschütz gar nicht getroffen, oder was? Commander? Unglaublich. Skandal. Ja, die guten alten 5 Ausweichwinkel. So, und damit steht er natürlich mal. Ready for orders. Direkt im Weg. Von da jetzt Shadow Hawk. Heading out. Und da möchte man eigentlich nicht stehen. Ich krieg das Ding nicht kaputt. Unglaublich. Orders. Waiting for orders. Acknowledged. Wieso schießen wir so scheiße, weil wir immer noch Sensor lockt sind, das sollte sich auch eigentlich schon längst erledigt haben. Whatever you say, boss. Standing by. Aye, aye. Roger.
So, das Ding haben wir wenigstens kaputt gemacht. Und wo aus schießt der denn? Ach, da hinten. Okay, alles klar. Das heißt, wir bewegen uns hier mal so ein bisschen aus der Schusslinie. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal in schön, ohne dass unsere Sensoren gestört sind und so. Und dann sieht das Ganze auch schon viel schöner aus. Waiting for the right move. On my way. So, wir verstecken uns hier hinter. Ganz feige. Ja, was heißt ganz feige? Ist schon clever. Good work, Commander. Proceed to the next objective. Schon dabei. Ready to get it on. Roger. So, ich glaube, das hier hinten ist der Raketenturm, oder? Ja. Receiving you. So, wie viele Punkte sind das hier? 90 nur. Ja, in dem Fall. Sparen wir ein bisschen Munition. Acknowledged. One less turret. Sehr gut, das hätte also schon mal funktioniert. Ah, da ist die Bostyrus-Komma von Black Caldera. Hier werden wir den Raven finden, vorausgesetzt. Wir kommen an ihn ran, natürlich. Ein Wort der Warnung, Commander. Uns liegen Berichte über Geschützstellungen zur Verteidigung dieser Basis vor. Nee. Geschütztürme, Boss. Passen Sie auf. Die könnten aktiv sein. Ja, ich arbeite ja schon dran, dass sie nicht mehr sind. Da hinten ist auch noch einer. Der hier ist noch sichtblockiert. Ist schon mal sehr gut. Got something you want done? Den da ganz hinten kriegen wir wohl nur mit Sensor Lock. Sure, no problem. Standing by. Waiting for orders. Okay, aber da kommen wir wenigstens ran, das ist schon mal gut. Yep. Hi. That one's gone. Sehe ich auch so. So, das Ding hier hat noch
52 Punkte, der andere hat 97. Das macht also zusammen ungefähr 150 Punkte. Und 150 Punkte kann Mike locker leisten. Kriegen wir die auch vernünftig aufgeteilt? Der hat noch 52. Ja, es passt perfekt. Das ist sehr gut. What's up, Boss? Got a sensor lock. Ready for orders. Roger that. So, super schöne Sache. Das hätten wir also schon mal. So, haben wir es super eilig. Wir können noch mal kurz abkühlen, eine Runde, glaube ich. Position confirmed. I copy. So, wir basteln uns hier so einen kleinen Perimeter. Engaging jump jets. Copy that. Heads up, Commander. You've got hostile contacts inbound. Jo, wo denn? Ich meine, genau das habe ich mir gedacht, aber wo? Ach, da drüben. Das ist zumindest einer. Copy that. Moving out. Roger. Schauen wir mal. Aha. Yes, Commander. So, mal sehen, ob wir ihn hier kalt erwischen können. Hitting the jump jets. Oh, was bist denn du, Jenna? 70 Punkte im Bein. Acknowledge. Und tschüss.
Ah, da können wir nicht nachsetzen, ne? Good to go. Ah, nein, wirklich? Ist ja nicht wahr. Kommen da nicht vernünftig ran. Oh. Wie ärgerlich. Commander. Na, 90% sollten eigentlich reichen. Confirm. Wo die Raketen einschlagen, können wir eh nicht vernünftig kontrollieren. Ja, wird schon gehen. Orders. Moving out. Spider. Uff, Trefferchancen sehr gut. So, wir schauen mal, dass wir uns mit dem vielleicht nicht allzu lange aufhalten müssen. Irgendwo muss auch noch ein Dritter sein. All weapons committed. Nicht so irre erfolgreich. Da kommt er. Um 30 Tonner, der ist relativ spät dran. Also unser Job hier bestimmt erstmal den Spider zu erledigen. Okay, wo drauf wir zielen, ist eigentlich komplett egal. All weapons committed. Enemy mech destroyed. Orders. So gut, erzähl uns mal, worum es sich hierbei handelt. Ein Panther. Oh, der hat doch bestimmt eine PPK. Jo, hat er. Außerdem hat er doch bestimmt KSR-Munition. Ja, hat er. So, ist er noch hier im Einflussbereich? Ja, wie weit erstreckt sich denn diese Explosionswarnung? Das täte mich ja jetzt schon mal interessieren. Das werden wir gleich rausfinden. Boah. So, da gab es schon die ersten Querschläger. Wie viel Schaden hatten das gemacht? Genug. Sehr gut. Ah ne, ich will andersrum drauf schießen. Ah, was nochmal. Engaging multiple targets.
Was? Solid connection on that one. Wieso zum Kuckuck ist denn da was jetzt stehen geblieben? Zwei Punkte. Da müssen ja zwei Raketen verfehlt haben, ne? Ne, eine Rakete muss verfehlt haben. Ach, shit. Standing by. Ah, passiert. Das sind Dinge, die passieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es trotzdem irgendwie hinkriegen hier. Seine PPK hat er noch. Confirmed. Bewegt er sich gar nicht mehr. Ach, der war schon an diese Runde? Was hat denn der gemacht? Go in full throttle. So, mich würde es jetzt aber trotzdem interessieren. Got something you want done? Ja, Stitch kommt aber auch nicht an ihn ran. Ach, Menno. Standing by. Ja, Kutte, für die Wissenschaft würdest du dich jetzt opfern müssen. Sorry. Ich versuchte das natürlich so angenehm wie möglich zu machen hier. Wir haben sogar relativ gute Waffenreichweite. So, der ist hinten noch komplett, ja. Firing. Und hat's ihn erwischt? Nee. Fresh real estate available. Schade. Der stand halt direkt da an der Grenze eigentlich von diesem Ding. Es hat ihn halt trotzdem gar nicht erwischt. Natürlich schon ein bisschen krasser ausfallen können, die Explosion. Der Explosionsradius. Wie heftig die Explosion jetzt war, keine Ahnung. Aha! Wir reißen hier die gesamte Stadt ab. Ready to get it on. Affirmative. So, wenn auch sonst nichts, dann schmeißen wir den wenigstens um. That hit something good. Der Arme. Der hat da auch gar keinen Spaß, glaube ich. Ready for orders. Location confirmed. Ah.
Wann ist denn der dran eigentlich? Phase 3, also quasi bald. Wir könnten natürlich versuchen, ihm das Bein wegzuschießen. Das wäre schon relativ dreckig, ne? Roger that. Und es hat vor allen Dingen noch nicht mal funktioniert. Engaging jump jets. Zwei Punkte hat er noch im Center, also zwei Punkte noch in dem Bein. Na, geil. All weapons committed. Aufgepasst, Commander, ich lande jetzt. Ja, wir haben hier schon eine kleine Landezone vorbereitet. Kein Thema. Aber wahrscheinlich will sie da drüben bei der Basis landen. Da besteht sie bestimmt drauf. Geschafft, Boss. Die Rüstkammer gehört uns. Ich werde mir den Raven mal ansehen, wenn sie nichts dagegen haben. Ich muss so viel wie möglich über ihn in Erfahrung bringen, bevor wir ihn aufs Schlachtfeld bringen können. Oh ja. Vier Augen sehen mehr als zwei, Young. Ich treffe sie im Mech-Labor. Untersuchen Sie ihn schnell. Wir haben nur begrenzt viel Zeit, um die Bravo-Lanze zu unterstützen. Und dazu brauchen wir diesen Raven. Verstanden, erster Offizier. Er wird im Handumdrehen bereit sein. Mission successful. Hoffe ich doch. Ja. Kutter hat jetzt tatsächlich keinen einzigen Abschuss gebacken bekommen. Nice. Ist egal, seine EP bekommt er trotzdem. Dinge, die wir mitnehmen wollen. Jenna und ein Spider. Gucken wir gerade nach hier unten. Das Fahrzeug hat nichts fallen lassen. Das ist schon ein bisschen dreist. Und dann nehmen wir noch ein Panther-Teil mit. Passt. That mech is ready to fight, Commander. Der Spider 5V ist zweifellos der manövrierfähigste Mech auf dem Schlachtfeld, aber er ist sprichwörtlich aus Papier gemacht. Er eignet sich aber perfekt als Scout und kann sich mit seinen Sprungdüsen auch hinter einem Feind platzieren und überraschend viel Schaden verursachen. Hey, das kann Dadits King Crab aber auch. That mech you wanted is back online. Bei dem ist es viel überraschender, glaube ich. Der Jenna D läuft zwar leicht heiß, kann dank seiner hohen Geschwindigkeit aber schnell ins Kampfgeschehen eingreifen und selbst gegen schwere Einheiten verheerenden Schaden verursachen. Sein Nachteil ist jedoch die ziemlich dürftige Panzerung. Ja, im Gegensatz zum Spider. Oha, wir bekommen gleich mal einen fortlaufenden Einsatz. Da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich werde es jetzt gleich im Anschluss aufnehmen, hier den Einsatz, weil ich den Anfang vom Einsatz, weil ich dann danach speichern kann. Aber für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.